Hey Leute und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf dem wunderschönen Schlossgelände von Hogwarts. Sieht echt toll aus, ne? So, wir gehen jetzt, wie versprochen leider, ich bereue meine Entscheidung schon fast, zum Turm. Also, Aufgabe aktivieren, please. Aha, aber Professor Garlicks Aufgabe wäre auch noch toll. Nee. Nee, nee, wir gehen schon zu unserem Professor. Schauen wir mal, wo sich der Turm befindet. Zeig mir mal die Weltkarte. Uff. Das ist eindeutig schon ein bisschen weiter weg. Chopperknollbau. Oh, Tierwesen, lauter Tierwesen, guck mal. Testralbau. Oh, ein Testralbau. Oh, ich will da auch hin. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal diesen Raum da mit den Tierwesen. Da haben wir noch eine Prüfung Merlins. Ich würde sagen, die nehmen wir auf dem Weg mit. Porten uns hier hin. Und laufen dann tatsächlich hoch, hätte ich jetzt gesagt. Jupp, das machen wir. Anni schindet Zeit. Weil Anni hat Angst. ja. Oh. Keine Ahnung, was hier schon am Wildern sein soll. Jetzt muss ich aufpassen. Dumme Tierwesen für alle da. Ich schwöre, keiner von euch hätte noch seinen Kopf auf den Schultern, wenn ich euch nicht im Zaum halten würde. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Es sind nur zwei. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Akio. Manfringo. Du bist das. Wie war's das schon? Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Das war's? Sind besiegt? Revelio. Hallo? Ein bisschen mehr? Annie ist irgendwie unterfordert. Wobei ich das glaub gleich bereue, gesagt zu haben, aber... Das hat schon bessere Tage erlebt. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Jupp, meine Liebe, das kann sein. Nicht identifiziert. Identifiziert. Okay. Jetzt ist die Frage. Ich muss ganz kurz eine kleine Pause machen. So, Leute, da bin ich wieder. Wie ihr seht, jetzt gerade im anderen Bildschirm, weil ich ganz schnell geswitcht habe. Weil natürlich, wenn ein wichtiges Telefonat kommt, an das ich unbedingt hingehen muss, was passiert? Wir kriegen eine Eulenpost. Und zwar, ich zeige es euch mal kurz, sie liest wahrscheinlich gerade sogar noch vor. Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Seht ihr? Nur ganz kurz der Vollständigkeit halber. Jetzt habe ich wieder A gedrückt. Oh, Anni, keine Switch-Steuerung, please. Madame Kogawa möchte, dass ich in der Nähe des Keenbridge-Turms am Wasser im Süden von Hogwarts das Fliegen mit meinem Besen übe. Ebenso um die Zinnen in den Bergen im Südwesten. Jo, dafür kriegen wir Arresto Momentum. Geiler Zauber, aber ich habe schon gesagt, wir machen jetzt hier die Merlin-Prüfung und gehen dann in den Turm. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Confringo. Ob wir die abschießen müssen?
Wobei es gar nicht so aussieht, ne? Das hat auf jeden Fall mit den Türmen zu tun. Aber was soll... Was soll wieder draufkrackeln? Echt jetzt? Leute, ich bin unterfordert. Ich weiß auch nicht, ob man runterfallen darf. Damit wäre das erledigt. Keine Ahnung. Aber es hat geklappt. Belassen wir es dabei. Schön. Jetzt, liebe Anni, musst du da hoch. Zu diesem schönen Turm. Oh. Hallo, ihr Hirschlein. Wir sehen hier wieder Gegner angezeigt, aber ich glaube, die sind unten. Sind sogar ganz sicher unten. Werden bestimmt wieder diese Sumpfviecher. Habt ihr das gehört? Oha. Macht auf jeden Fall ganz schön Krach, das Viech. Hallo, Tröte Blum. Die sind voll süß. Tack, 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 tack. Einmal noch. Revelio. Oh, das ist auch ein schöner Weg. Den würde ich gerne wandern, tatsächlich. Solche Wege finde ich toll. Da oben haben wir die Flohflamme. Die wir jetzt natürlich mitnehmen. Hier drüben. Hier Wegweiser. Hogwarts, verbotener Wald. Pit upon Ford. Okay. Da ist er ja. Aber der Turm ist doch da. Hi. Habt ihr schon gewusst, dass ich ein Feigling bin? Nein? Dann beweise ich es euch. Einmal kurz speichern. Wobei ich den Speicherstand nie neu starten würde. Ich habe aber immer Angst, dass in den Hauptprüfungen zum Beispiel das Spiel abstürzt. Mir jetzt noch nie passiert, aber ich habe schon gelesen. Wir sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist ja wunderbar. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Möchtest du den dann nicht benutzen? Ich meine, der läuft da oben schon rum. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Beeilung. Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während stärkere erheblichen Schaden nehmen. Das heißt, wir machen eine Stealth-Mission. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Gut gemacht. Ein Dutzend Gegner sind Minimum 12. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt.
andere. Sie muss nur aufpassen, dass die anderen das natürlich nicht sehen. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Schauen wir mal, dass der ein bisschen weggeht. Da vorne. Renrocks Vision von der Herrschaft der Kobolde wird sich erfüllen. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Da hinten sind noch zwei. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Ich hab zu viele Tränke. Das ist auch mal was Neues bei mir, ne? Sind es nur noch zwei angezeigt da hinten? Wie schön, dass die alle übrigens mit dem Rücken zueinander stehen, dass man die auch schön stealthen kann. Einen Moment. Revelio. Keine Truhe? Doch, da ist was. Befehle. Direkt von Renrock. Durchsuche den... Diesen Befehl nachsuchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Seid ihr fertig? Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. Revelio. Du wirst bluten. What? Oh. Hallo, ich hab tatsächlich wirklich Protego gedrückt, auch wie jetzt. So. Jetzt gehen wir erst auf den einen los. Boah, Alter. Du kleiner Sack. Viele Kobolde waren schon immer feindselig gegenüber Zauberern. Aber das hier ist irgendwie anders. Mit Verlaub. Das dürfte der Eingang sein. Ja, dass es der Eingang ist, das wundert mich nicht. Verschlossen. Das weißt du von hier? Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt nicht, aber wenn sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Ich würde gerne erst kurz meinen Loot einsammeln, lieber Professor. Gönne mir doch das. Weil da ist nämlich noch Loot. Kann keine Tränke mehr tragen. Ich denke nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass dieser Ort besonders ist. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Die steht aber relativ offen. Wie konnten sie nur von diesem Ort wissen? Revelio. Naja, so versteckt ist der ja nicht. Na? Gott. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Jetzt wolltest du mir einen Zauber zeigen, richtig? Es ist mehr als nur Zufall, dass wir hier auf Renrocks Anhänger gestoßen sind.
Die haben Essen gebrutzelt. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Auf jeden Fall macht da Besen sauber. Da oben ist was. Ratten laufen rum. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Gandalf. Eindeutig Gandalf. Warum haben Renrocks Anhänger nicht hier alles ausgeplündert? Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Revelio. Das sieht gut aus. Außer den Lichteinfall haben wir hier nichts. Außerhalb wäre noch was. Ich glaube, das könnte auch eine Merlin-Prüfung sein. Ist aber schön, dass die hier sauber machen. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Revelio. Findest du? Willkommen in Senbakars Turm. Ach so. Hi. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. In der Tat, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fig Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Ich mir was merken. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Revelio. Ist es möglich, lieber Professor, dass ein Speicher alter Magie. Unten, nahe des Eingangs. Schloss. Ist es möglich, lieber Professor, dass Sie mir zu viel zutrauen? Ich meine, ich bin immerhin... Ja genau, wir trinken einfach was, was hier ewig rumsteht, schon seit Jahrhunderten. Egal. Ich bin immerhin nur eine Schülerin. Okay, Seite fliegt hier keiner rum. Wenn wir nur schon Schlösser knacken könnten. Draußen sind wieder Gegner. Revelio. Ich hoffe, das trifft nicht auf hier zu. Dürfte ja eigentlich nicht. Renrock kommt ja hier auch nicht rein. Wie, keine Truhe? Keine Belohnung? Na danke. Die erste Prüfung. Oh, naja. Semi-begeistert. Das kenne ich.
Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Erstaunlich. Moderne Kunst gibt's wohl auch hier. Revelio. Ich trau dem Gang hier nicht. Die setzten sich einfach wieder zusammen. Okay. Dann kann ich das auch lassen. Revelio. Keinerlei Truhen. Nochmal. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Nomadenhut. Wir kriegen Loot, was gut ist. Bisschen Geld. Ein Wasserfall. Das ist alles so wabrig hier, ne? Die Musik wird immer drängender. Okay. Das ist ein cooler Effekt. Das hat was, eindeutig. Und hier haben wir gleich einen kleinen Kampf. So, Leute! Ist es nicht schön? Wollt ihr sehen, wie ich bei diesem Kampf abschneide? Wollt ihr sehen, wie ich abluse? Dann schalte das nächste Mal wieder ein. Sorry, Leute, aber Partlänge ist erreicht. Ich will möglichst wenig Überlängen produzieren. Von daher, wenn ihr Lust habt, das zu sehen, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und bye.